Hier zeige ich euch mal so eine alte, immer Altbau, ein Sifo, ein Rücklauf-Sifo oder Sifo, der aus der Waschküche rausgeht. Man sieht, dass hier verstopft ist. Dazu nehme ich jetzt irgendeine Zange, da ist unten so ein Behälter drin. So sieht es normalerweise aus. Da ist irgendwo Dreck drin. Dreck, Haare und so weiter. Nehme ich mal einen großen Schraubenzieher. Irgendwas Großes. Habe auch Handschuhe an, dass ich eine ganz dreckige hinkriege. Keller liegen eigentlich Haufen Kunststoffteile drin, ja. Plastik, alles was nicht neu gehört. Jetzt geh schon auf, du Scheißding. Zange holen. Irgendwas zum Rausstimmen. Also wird schon nicht raus. So. So, und da ist jetzt ein Sieb drin. Der sieht so aus. Ein großer Drecksieb. Das Haus ist aus den 50er Jahren. Nichts anderes als ein Sieb und den muss man jetzt leer machen. Das ist ein kleiner Überlaufsieb. Am besten Handschuhe tragen. Na, schlinge tut es natürlich auch. Muss man ein bisschen tauglich sein, dass man so Dreck und Gestank erträgt. Und das kann man dann bei Gelegenheit auch so machen. Dann nehme ich eine alte Plastiktüte, weil das nachher in der Hausmüll reinkommt. Der ganze Müll, da ist jetzt ein Haufen Dreck drin. Mülleimer, ich bin so entsorgt.